Schönen guten Tag, Herr Ulrich. Herzlich willkommen in der Multi-Channel-Launch am 8. Print Day. Okay. Sie leiten den Bereich Schulung, Beratung bei We Love You. We Love You ist ein Schweizer Startup. Können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, was Sie tun und machen? Genau, We Love You ist eigentlich aus einer Druckerei herausgekommen, als Tochterfirma, und fungiert jetzt als Start-up. Und zwar machen wir vor allem eben Wissensarbeit. Wir haben drei Standbeine. Ein Standbein ist Webentwicklung, ein Standbein ist Online-Marketing und ein Standbein sind Schulungen, Beratungen, Coachings, und das ist das, was ich eben leite. Okay. Sie sprechen davon, dass Wissensarbeit produktiv werden muss. Was ist überhaupt Wissensarbeit? Wissensarbeit ist wie das Gegenteil von Routine. Früher, gerade in der grafischen Industrie, konnte man sehr viel über Routine machen. Also ich wusste genau, wie die Prozesse sind. Wenn ich ein Buch machen musste, weiß ich, welche Prozessschritte es braucht. Und Wissensarbeit ist jetzt genau andersherum. Wissensarbeit ist, ich bekomme ein Problem vom Kunden und ich muss das lösen, aber ich habe das Wissen noch gar nicht dazu. Das heißt, ich muss im Prozess der Produktion das Wissen aneignen und das dann eben produktiv machen. Heißt das, dass es Wissensarbeit ist auch die Basis, um als Startup erfolgreich zu sein? Ich behaupte das ziemlich extrem. Ich sage sogar, in der westlichen Welt hast du nur noch eine Chance, wenn du auf Wissensarbeit setzt. Weil Routine, das kannst du zwar verkaufen, aber du bist 100% ersetzbar, wenn du Routine verkaufst. Wie würden Sie das als Chef angehen, als Leiter eines Unternehmens, dass Wissensarbeit rentabel werden kann? Das ist ein Riesenprozess. Und zwar, wir haben das auch mit unserem Mutterhaus immer wieder, auch Diskussionen, ja, kann man denn Beratung verkaufen, weil letztlich geht es ja darum, dass man was drucken kann. Das ist die alte Sichtweise. Und wir machen es genau andersherum. Wir verkaufen keine Hardware, also nichts Gedrucktes, keine Software, sondern wir verkaufen Brainware. Unser Produkt ist Brainware. Wird das am Schweizer Markt besser angenommen wie an anderen Märkten, oder? Wir sind wahrscheinlich, oder ich muss andersherum sagen, ein Drittel unserer Kunden sind gar nicht Schweizer. Okay. Genau, also das funktioniert recht gut. Es braucht etwas Mut zu sagen, ja, ich komme vorbei für ein Gespräch, aber das erste Gespräch kostet schon. Schon das erste? Ja. Okay, spannend. Was für ein Umfeld muss man schaffen, dass Wissensarbeit optimal läuft und sich entwickeln kann? Wissensarbeit hat sehr, sehr viel mit Kultur zu tun. Also die Hierarchie muss extrem flach sein. Wir haben das bei uns, wir leben das innerhalb von We Love You. Wir haben nicht wie Hierarchien, wir haben einfach Zuständigkeiten. Und es muss sehr individuell gearbeitet werden können. Wissensarbeiter sind nicht einfach zu halten, weil die halt dann arbeiten wollen, wenn es ihnen passt, wenn sie können, wenn sie die beste Leistung erbringen. Und das kann bei einer Person morgens um 4 sein, bei der anderen abends um 10, keine Ahnung. Und das zusammenzubringen, das ist schon recht schwierig. Findet man da die Leute, die sowas machen können? Oder muss man die dann auch eigentlich im Unternehmen so weit bringen, dass sie den Anforderungen eines Wissensarbeiters entsprechen? Ich glaube, die Leute, das ist nicht das Problem. Es ist eher das Problem, dass die Wissensarbeiter nicht die Kultur finden, was ihnen gut geht. Okay. Und wie sind Sie das konkret angegangen, um diese Kultur zu schaffen? Wir haben so modernere Managementmethoden, zum Beispiel Kanban verwenden wir, um die Projekte zu planen und durchzuziehen. Und da stehen wir immer am Morgen um 9, dann müsste eigentlich jeder da sein. Vor unserer Kanban-Tafel diskutieren über die tagesaktuellen Herausforderungen. Und das geht 10 Minuten, kommen von überall her Tipps und Tricks und so wird der Know-how-Transfer garantiert. Okay. In diesem ständig wachsenden Wissen, dieser Informationsflut,
muss man sich ja auch ständig neues Wissen aneignen. Wie machen Sie das persönlich? Können Sie uns da vielleicht den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben? Genau, also ich selber, ich bin ein Blog-Freak. Ich nenne mich auch Blogger. Okay. Ich blogge seit fast Blogs gibt auch. Und mein Wissen hole ich vor allem in spezialisierten Blogs. Das abonniere ich, da habe ich eine spezielle Software, Blogtrotter. Und dann kommen alle meine Blogbeiträge, die ich lesen will, per E-Mail rein. Wird alles sauber abgelegt. In Gmail habe ich alles, ich glaube, über 100 Regeln geschrieben, damit das alles sortiert wird und ich dann das Zeugs lesen kann, wenn ich Zeit und Lust habe. Oder wenn Sie es brauchen, ne? Wenn ich es brauche, genau. Und dann arbeite ich ganz, ganz konventionell mit einer Lernkartensoftware. Jetzt auch da auf diesen Printtails. Wenn ich was höre, das ich wirklich wissen will, mache ich kurz eine Lernkarte. Und dann ist die Software verantwortlich, dass ich das weiß und nicht mehr ich. Okay. Also da gibt es schon auch Tools, die einen dabei unterstützen. Genau, es gibt sehr viele Tools, jetzt vor allem auch in der Cloud. Und das ist dann synchronisiert über alle Geräte hinweg. Okay. Spannend. Ich denke, es werden sich einige Zuhörer sicher bei Ihnen melden und wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Danke.